wir hören auf, wo wir in der letzten Folge angefangen haben. Nee, wir fangen an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das lasse ich drin, das schneide ich jetzt nicht weg. Tut mir leid für den Versprecher eben gerade. Das war nicht so geplant. Aber ich bin nur ein Mensch. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, auch wenn ich ein YouTuber bin. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Und Menschen machen Fehler. Und dafür habe ich mir jetzt so ein Mikado-Stäbchen, so ein Schoko-Mikado-Stäbchen verdient. Das werde ich mir mal eben reinziehen. Ich habe euch ja versprochen, dass wir, wie versprochen, mit dem Imperium heute weitermachen. Galaxieeroberung, 2 von 4 Klassen haben wir ja geschafft. 4 Stück will ich machen, dann ist das Let's Play für mich beendet. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Multiplayer-Folge rausbringe oder ein paar. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Das steht nicht fest. Das Mikado-Stäbchen ist aufgegessen. Und ja. Ich habe mich nicht vertan. Tatsächlich hatten wir das Imperium noch nicht. Wir hatten die Rebellen und jetzt die KOS. Das heißt, uns fehlt noch das Imperium und die Republik. Aber ich würde sagen, die Republik, die kennen wir ja schon und ist ausgelutscht und tralala, tralala. Die machen wir zum Schluss wieder. Und dann ist auch mal wieder so ein bisschen was, ne? So. Pipapo. So, und ich starte jetzt das Imperium. Und da steht schon wieder auf jeden Fall was Großes an. Ich knöpfe mir mal den Planeten. Och, ihr kennt die alle schon, ne, mittlerweile in- und auswendig. Was wir mal wieder zocken könnten, wäre Naboo. Naboo, da hätte ich Lust drauf. Das ist ein schöner Planet und ich würde mal sagen, ich starte Naboo. Ich versuche ja immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das erwähne ich auch immer und immer wieder. Sprich, ich will nicht immer und immer wieder den gleichen Planeten hintereinander zeigen. Das wird ja irgendwann langweilig. Aber so ist das Spiel nun mal. Ja, Imperium. Einer der liebsten Klassen, mit denen ich eigentlich spiele, weil ich den Stormtrooper so geil finde. Ich meine, schaut ihn euch mal an. Richtig cool, wie die ausschauen. Ich find's cool. Der sieht echt tolli aus. So, übrigens, das ist das erste Level gewesen, wo ich im LP gestartet habe. Also, sprich, in der ersten Folge war das erste Level. Das wollte ich mal nur so nebenbei mal erwähnt haben. Der Wookie hält echt ganz schön viel aus. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier mal so reißen können. Oh. Der war echt fies, mich zu töten. Und da fliegt der Chewbacca. Und ich baller ihn auf ihn, obwohl er in der Luft ist und gerade schon genug gelitten hat. Nehme ich mir mal nix. Oh, aber ich konnte, glaube ich, die nochmal in die Luft sprengen. Genau. Glaube ich mal, ich weiß nicht genau. Können wir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, das habe ich jetzt gerade vergessen, das wollte ich erwähnen. Welche Klasse ihr am liebsten spielt hier in Battlefront 1, wohl bemerkt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also meine Lieblingsklasse ist echt das Imperium, weil ich einfach so die, ich meine gut, alle haben so eine Sturmklasse und. Aber ja, ich spiele gerne mit denen. Ich finde die Designs am schönsten, am besten, wenn man das jetzt mal mit der KOS vergleicht. Jetzt sind ja alles Schrottspieler. So, deswegen spiele ich mit denen am liebsten. Ich weiß nicht, ich finde die auch am coolsten. Ich brauche mal das Leben eben hier. Oh, jetzt wurde ich von hinten gesniped. Ich wollte gerade sagen, was willst du mit deiner Mini-Röhre da? Apropos Sniper, ich nehme jetzt auch mal eine Sniper, das passt gerade so gut, das ist eine gute Überleitung gewesen. So, da drüben ist jemand. Was man erwähnen kann, ist, dass das Imperium, dass die Sniper-Klasse, die tut nur einmal zielen. Also ihr könnt nur einmal nah ranzoomen, das geht bei den anderen zweimal, meistens. Bei denen hier ist es nur einmal. Auch ein Unterschied. So, ich nehme mal dieses Taunt. Alter, was geht denn? Ich hab meinen Taunt erschossen und die haben dann mich erschossen. Das war bestimmt die Rache. Aber ich finde so allgemein
dass jedes Level so ein bisschen einzigartig ist. Also ich meine, überall gibt es was, wo es anders nicht gibt. Hier zum Beispiel Towns und Fahrzeuge und so. Ich finde das immer cool, wenn das immer so abwechselnd gestaltet ist. Und dass es auch immer, dass es Fahrzeuge in Levels gibt. Das finde ich sehr, sehr cool. Und wisst ihr was? Was mir jetzt gerade so einfällt, wenn ihr da Bock drauf habt, das kommt jetzt gerade echt spontan. Das ist mir gerade wirklich erst in den Kopf gekommen. Ja, er trifft mich nicht. Wenn ihr vielleicht Bock hättet auf ein paar Battlefront-Mods, die könnte ich mir dann mal installieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht, aber ich glaube, soweit ich weiß, gibt es Battlefront 1 Mods auf dem PC. Und vielleicht kennt er ja gut, oder vielleicht zeige ich einfach mal ein paar welche, dass dann anschließend so als Bonus zum Let's Play gehört. Also sprich, wenn es vorbei ist, dann haue ich euch nochmal so ein paar Mod-Vorstellungen, also so ein paar Mods raus. Und ja, es kommt aber halt ganz drauf an, wie genau oder wie sehr ihr das jetzt sehen wollt. Ich meine, wenn da jetzt, wenn sich das keiner wünscht, dann weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt. Aber das wäre so als kleines Bonus, als Special, was ich euch so anbieten könnte. Das würde ich mir auch relativ geil vorstellen. Ich meine, ich kenne auch, um ehrlich zu sein, überhaupt gar keine Mods hier bei Battlefront 1 auf PC. Ich habe das immer auf PlayStation 2 gespielt. Und vielleicht finden wir ja so den ein oder anderen geilen Mod. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall welche. Ich glaube, es gibt für Battlefront 2 auch Mods. Gibt ja für viele Star Wars Spiele. Ja, auf so Mod-Seiten. Coole Mods. Ich habe zum Beispiel auch früher mal gesehen, ich wollte immer gerne mal hier Jedis in Battlefront 1 spielen. Das geht mit einer Mod, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich will auf jeden Fall euch das schon mal ein bisschen schmackhaft machen. Ich habe auf jeden Fall mal früher bei YouTube gesehen, wo ich noch keine LPs gemacht habe, wo ich Battlefront 1 gespielt habe. Das lass es 2008 oder 2007 gewesen sein. Da habe ich auf YouTube auf jeden Fall schon mal nach Mods geschaut, also nach Star Wars YouTube-Videos geguckt. Hab da auf jeden Fall mal gesehen, wie man da Jedis spielen konnte. Und das hatte ich gedacht, dass man das irgendwie freischalten konnte oder so, weil ich kannte Mods an sich und so überhaupt gar nicht. Und mir ist erst vor ein paar Jahren aufgefallen, dass das eine Mod ist. Ne? Und davor dachte ich vielleicht, dass man das irgendwie freischalten konnte. Umso enttäuschender war es dann, dass das nicht ging oder nicht geht. Ein bisschen schade gewesen, aber das kann man ja jetzt nachholen. Das kann ich euch jetzt auch auf jeden Fall mal zeigen. Also so ein Mod, das ist bestimmt ganz cool. So, welchen kann ich euch denn nochmal zeigen? Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Aber die Runde, die gewinnen wir auf jeden Fall. Das läuft doch gerade mal ganz gut. Und ja, da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Also ihr solltet, wenn ihr auf so einen Shotgun-Typen trifft, nicht allzu nah dran gehen. Denn der macht einen Schuss und ihr seid tot. Da könnt ihr nichts machen. Er macht einen Schuss und ihr seid tot. Das ist so heftig. Hier ist noch eine Sniper-Klasse. Guck, ich kann euch das mal demonstrieren. Wir sind genau neben ihr. Haben sie noch mitgenommen, aber leider. Was geht bei dem? Der ist gerade übelst durch die Gegend geslidet. Ich werde euch das nochmal in Zeitlupe gerade abspielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Michael Jackson war oder der von den Toten auferstanden ist. Oder einfach nur ein Bug. Man munkelt, man weiß es nicht, ne, man rätselt drüber. Aber das ist irgendwie voll geil eben gerade. Ich feiere das. So, zwei Spieler sind noch über. Sehr gut, sehr gut. Wo ist denn der letzte? Oder der letzten beiden? Ich flieg mal eben. Also so ein Jetpack ist auf jeden Fall schon ganz schön nützlich. Ich glaube, da drüben ist er. Kann das sein? Jawohl, der letzte.
Ey, die sind zu blöd, den zum Killen, kann das sein? Oh, und er ist tot. Da haben sie ihn beide umzingelt. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur zweiten Runde in Naboo. Leute, bis gleich. So, ich habe jetzt gerade kein Thema mehr. Der Pimmel ist ausgelutscht. ja. Oh, ich kriege eine Nachricht. Oh, geil, ja. Worüber ich mal reden könnte. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal angeschnitten. Ein paar Maps, zum Beispiel Renvar, die unterscheiden sich von Imperium zu den KOS, sage ich jetzt einfach mal. Also von den alten zum neuen unterscheiden die sich tatsächlich. Das muss auch mal erwähnt werden, sein wurden, tuten tun. Weil das, ja, das weiß man vielleicht so direkt gar nicht. Boah, das geht aber ab hier. Alter, ich hätte vielleicht mal schießen sollen. Alle sind so auf mich gegangen. Haben sie mich bestiegen, die Säue. Ich muss sagen, Naboo, auch eine wirklich sehr coole Map. So Maps, die ich gar nicht mag. Ich weiß nicht, da gibt es direkt eigentlich keine. Ich spiele jede an sich gerne. Aber so ein bisschen geht mir Kashyyyk so auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Planet so ein bisschen dunkel ist, ein bisschen Texturen hässlich ist und ich weiß nicht, der ist jetzt nicht so prickelnd besonders. Obwohl, man muss schon wieder sagen, ich spiele die Imperium-Rebellen-Maps auf Kashyyyk viel lieber, weil die unterscheiden sich echt. Also, das ist ja das, wenn ihr euch eher erinnern könnt, auf der einen Seite sind die Rebellen, auf der anderen Seite ist das Imperium. Da muss ich schon wieder sagen, gefällt mir die Map sehr, sehr gut. Aber jetzt so die alten KOS und Republik, weiß nicht, das Kashyyyk, das mag ich nicht so. Und hier lässt es sich echt geil bewegen mit dem, ich nenne ihn einfach mal Shadow Trooper. Ich glaube, so heißt er auch irgendwie. So eine Art, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Juckt mich jetzt auch gerade nicht. Oh, wir verlieren, glaube ich. Alter! Das war ja mal sowas von ein Lacker-Shot. Bis um Unendlichkeit. Ja, dich treffe ich jetzt. Dich erschieße ich jetzt einfach mal. Das hast du einfach mal verdient. Und hier fliegen die Granaten, wie sie sonst wo gar nicht fliegen. Ich renn mal bei euch in die Base rein. Na, bleibst du mal stehen. Der hat dieselbe Waffe wie ich. Der Killer. Ich flieg mal eine Runde. Zack. Also es ist schon relativ praktisch, mit der Klasse auf der Map zu spielen, weil du kannst dich halt richtig gut fortbewegen. Ich bin echt mal gespannt. Ja, um jetzt mal zum Mod-Thema zurückzukommen. Ich bin echt mal gespannt. Oh Gott, ich habe wenig Leben. Ich habe richtig wenig Leben. Ich muss mir immer eben teilen hier. Hier ist ja eine Heilstation. Ich bin echt mal richtig dick gespannt, was es da für Mods gibt. Also es muss ja auch unzählige Mods geben. Richtig viele. Ne? Und da bin ich echt mal gespannt, was es da für geile Mods gibt. Werdet ihr unter anderem auch das Spiel Star Wars Battlefront von mir. Ja, das kennt ihr ja, weil ich überlege, das gerade sehen tut. Aber ihr werdet bestimmt auch unter anderem das Spiel Jedi Academy kennen von mir. Gibt sehr viel auf meinem Kanal. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass das da bei dem Spiel auch so übertrieben viele Mods gibt. Ne? Und ich bin gerade echt am Verlieren. Na, das geht ja mal gerade überhaupt nicht. Alter, ich kann einfach hier rüberfliegen. Ich fliege einfach mal hier rüber. Ja, läuft bei mir, ne? So, ich kann alles relativ einfach erobern. Der war gut weggeschossen. Einfach mal hier hingehen. Ja, direkt, ne? Ungeschnitten, live. Und die Punkte werde ich mir jetzt einfach mal alle erobern, krallen. Okay, der da drüben wird schon wieder erobert. Traurig, traurig, traurig. Kann man nichts machen. Aber das läuft doch. So, dich werde ich mal eben töten. Ich möchte nicht, dass du wieder meinen Punkt eroberst. Das gehört sich nicht. So, hier ist noch einer. Da fliege ich mal eben nach oben. Zack, und dann haben wir den auch schon wieder erobert. Und was den überleben.
Wenn ihr nicht alle hier spawnen tun sollten. Alter, was geht denn bei euch? Scheiße, Mann. Wenn da immer so viele spawnen, kann man nicht viel machen. Das ist nicht gut. Ey, die haben noch zwei Punkte. Die haben noch zwei Punkte, Leute. Und wenn wir die beiden erobert haben, was mir glaube ich nicht gelingt, weil da jetzt alle spawnen. Ja, läuft es doch schon wie am Schnürchen. Jetzt, man merkt richtig, wir haben mehr Punkte, mehr Einheiten. Verteilt. Das bringt auf jeden Fall mehr, was? So, ich bin jetzt mal im Tier. Hier kommt man echt auch nur hin, wenn man fliegen kann. Also anders kommt man hier nicht hin. Deswegen ist die Klasse hier auf der Map richtig genial. Und wie die mich jetzt einfach mal so treffen konnten, in der Luft, das ist mir ein Rätsel. Ja, scheiße, in der Mitte wird erobert. Das muss ich verhindern. Das muss ich verhindern. Ich weiß jetzt nicht, was da drüben gerade abgeht. Aber bestimmt einiges. Schmeiß ich mal ein paar Granaten hin. Drei Stück, ne, vier Stück an der Zahl habe ich. Alter, der hat vier Granaten. Das läuft auf jeden Fall bei dem. Boah, von überall kommen sie, ne? Von überall kommen sie. Der schmeißt mir eine Granate an den Kopf. Ich fasse es nicht. Wisst ihr, wo ich auch mal richtig Bock drauf hätte? So auf ein schön altes PlayStation 2 Spiel. Jetzt ja, ist ja auch unter anderem Battlefront, aber... Ich finde ja, ich kann das ja mal eben hier am Video erwähnen. Ich finde ja, PlayStation 2 und Nintendo GameCube ist einer der besten Konsolen, die ich kenne. Also meiner, wirklich auch meiner liebsten Konsolen. Wo ich wirklich auch mit am meisten Zeit verbracht habe, in meiner Kindheit und so, ne? Und da würde ich auch echt gerne mal sowas wie Jak & Daxter LPen. Oder andere geile PlayStation 2 Spiele. Da kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Sobald ich mal mit meinen LPs, die ich jetzt am Laufen habe, wenn man mal fertig bin, es dauert ein bisschen, aber bleibt auf jeden Fall dran bei meinem Kanal. Euch wird noch so einiges erwarten. Das sage ich nicht nur so, das ist so. Ich kann ja mal ein bisschen spoilern, das weiß so direkt keiner, das wisst ihr jetzt, wenn ihr treu zuschaut hier im Battlefront. Ich kann mal verraten, dass es in Zukunft sowas wie The Simpsons gibt. Als LP, also Hit and Run oder halt das alte, ne, auch auf PlayStation 2, glaube ich, dann wird es sowas wie Mr. Bean geben, denn das gibt es auch auf nirgendeinem Kanal. Da gibt es ja auch so ein Comic-Spiel zu, das ist auch relativ geil. Dann hatte ich mir noch, ja, The Old Republic überlegt, das MMO-Spiel. Boah, dann noch richtig viel SpongeBob wollte ich noch let's playen. Also ihr merkt schon, ne? Spiele, wo man nicht auf jedem Kanal sieht. Aber jetzt nicht so direkt 0815 SpongeBob Spiele oder Simpsons Spiele, da gibt's ja, die sind ja echt ausgelutscht und die sind ja teilweise echt scheiße. Deswegen da wirklich nur einer der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, wo mir auch wirklich früher das selber mal Spaß gemacht hat. Das wird auf jeden Fall auch noch in Zukunft auf euch kommen, zukommen. Auch unter, es gibt auch, wird noch viele andere Star Wars Spiele geben. Zum Beispiel Battle Duels und auf der PlayStation 1 oder Battlefront 2 oder Force Unleashed 2 kommt auch noch. Ja, da wird auf jeden Fall einiges noch so kommen, Leute. Oder Battle oder hier Star Wars Rouge Commander oder wie das heißt, Commander, irgendwas mit Commander kommt auch noch. Ja, dann gibt's auf jeden Fall noch viele. Da könnt ihr euch doch freuen. Das habe ich jetzt einfach mal hier so gespoilert. Wollte schon immer mal loswerden. Und damit wäre auch die Runde beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge ein. Bei Star Wars Battlefront. Ich verabschiede mich. Euer Simon. Macht's gut. Tschüss. Ich spiele mit das Ganze, du musst dann auch mal spielen.